So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen hier zum Tavernmaster. Und ich möchte euch hier meine Taverne zeigen. Ich habe jetzt tatsächlich gestern noch viel gespielt. Und heute früh habe ich dann die Demo in die Vollversion umgewandelt. Ich bin so extremst dankbar den Entwicklern, dass sie das wirklich gemacht haben. Das heißt, man kann die Demo spielen und dann den entsprechenden Stand einfach übertragen, indem man dann auf Laden geht und dann steht Prolog und dann kann man da draufklicken und dann wird das hier entsprechend übernommen. Ich habe gestern lange rumgetüftelt und bin dann hier letztendlich zu dem Ergebnis gekommen. Ja, klemmt ein bisschen hier, jetzt. Dass es so momentan am besten ist. Ich habe versucht, hier in der Bauphase diesen ersten Koch hier möglichst, ja, sagen wir mal, optimiert seinen Gang hier machen zu lassen, seinen Arbeitsbereich zu definieren. Und habe dann hier auch die Fenster wieder rausgenommen auf der Seite hier, weil ich denke, es ist in der Küche einfach angenehmer, wenn hier keine Fenster sind. Ich finde es so kuscheliger, ich finde es so gemütlicher und ich habe so das Gefühl, dass man so besser arbeiten kann, auch die Vorhänge nicht da hat, weil hier doch mit Feuer und mit Nahrungsmitteln hier hantiert wird. Was war das jetzt? Ui, ui. Oha. Das ist neu. Cool, das ist neu. Gibt es nur in der Vollversion. Cool. Und ich habe dann hier auch die entsprechenden... Oha! Oha! Das ist auch neu! Tavernmaster. Das lasse ich mal. Das muss ich mir erst überlegen. Okay, schön. Auch neu. Und ich habe dann hier auch entsprechend Platz gemacht, Ladies and Gentlemen, weil ich hier dann eine zweite hier Theke her machen möchte. Wie ihr seht, habe ich hier die Vorhänge wieder weg. Komisch, die Vorhänge sind weg. Die Vorhänge sind weg. Die habe ich aber nicht weggemacht. Oh, meine Vorhänge sind weg. Naja, gut. Weiß nicht. Die waren aber teuer. Habe ich das Geld wieder bekommen? Na, ist egal. Ich habe hier gestern noch einen wunderbaren Kamin her. Den kann man leider nicht irgendwie so mittig machen. Der steht hier immer ein bisschen komisch. Also nicht ganz in der Mitte, aber sehr angenehm. Ich habe hier natürlich entsprechende Bilder reingehängt für den Ruf. Ich habe hier auch sehr, sehr, sehr teure Tische her für die Ehrengäste. Komisch, wieso ist hier unten ein normaler Tisch? Naja, das ist kein normaler Tisch. Jetzt sehe ich das erste Mal. Der hat eine schöne Umrandung. So wie der hier. Bringt halt mehr Ruf. Und ja, die Tische unten sind noch ein bisschen uneinheitlich. Okay, jetzt gucken wir uns erstmal an, was hier los ist. Das ist neu. Nachspeisen habe ich alle auf höchste Stufe hier gelevelt gestern noch. Auf Menü, Apfelkuchen, Sahne, Brötchen. Ja, mit einem schönen Ö drin. Ja, mit einem Ö. Obstschale, Brot, das ist rot, das ist grün. Durchschnittlich 2,86. Du bekommst diese besonderen Gäste, indem du Veranstaltungen organisierst und die Essensbewertungen verbesserst. Okay. Das schaut doch schon mal ganz gut aus. Kann man da so draufklicken? Auf Menü 12x7. Wieso ist Brot rot? Was bedeutet das? Wo ist denn mein Brot? Wieso ist Brot rot? Ach so, ich glaube, das hat was... Nachspeisen alle? Walnusskuchen, oh mein Gott. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass er hier... Genau, dem fehlen ein paar Sachen, das ist alles... Der hat ja momentan nur was zum Backen, ein paar Tomaten, ein paar Brokkoli, Fleisch, Käse und so weiter. Fehlt, das muss er halt einkaufen. Ich weiß nicht, wie man einkauft.
Das kann ich nicht sagen, wie das funktioniert. So, jetzt gucken wir mal weiter. Das ist ja extrem spannend, muss ich tatsächlich sagen. Geräucherte Schinken, da läuft dann gleich das Wasser im Mund zusammen. Was haben wir denn mit dem Personal? Okay. Level 10, Level 10, Level 10. Das passt. Und hier sind schon zwei. Ich kann also schon Leute einstellen. Ehrlich? Ja, das ist so cool. Ich würde gerne auf jeden Fall ja eine zweite, eine dritte Kraft einstellen. Wir haben ja bisher Helga als die erste, Nancy die zweite. Und ich würde, hier Kellner, so ist das. Auf jeden Fall mal eine Kellnerin einstellen. Getränke, Getränke, Getränke. Ich nehme die mit 8 Getränken, weil wir mit den Getränken auch viel, viel Geld verdienen können. Kann 8 Getränke gleichzeitig tragen, obwohl hier 6 Stück steht. Kann 8 Getränke gleichzeitig tragen. Das ist hochspannend hier. Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, Trinkgeld, das ist nicht so wichtig hier. Weil meine Mitarbeiter immer gut Geld verdienen. Kann 8 Getränke gleichzeitig tragen. 6, 8, das ist ein Fehler hier. Ich nehme die hier, weil es mir um die Getränke geht. Was anderes gibt es ja nicht, ne? Wenn ich das hier richtig sehe, kann zweimal schnelle Erfahrung. Nö, brauchen wir nicht. Wir stellen Alissa ein und die geht auch schon mit 8 rein. Ah, schön. Wird vor allen niedrigen Prioritäten erledigt. Getränke, Reinigung. Also Reinigung, also Zimmerservice braucht sie nicht. Aber wir haben kein Zimmer. Dann soll die Getränke machen. Man kann hier sogar leveln, das ist ja unglaublich. Ich lasse das jetzt alles mal so drin. Soll also vor allem die Getränke machen, weniger das Essen. Ja, die soll Getränke machen. Alisa. Helga soll überwiegend das Essen eigentlich machen. Kann 8 Getränke, kann auch 8. Cool. Dann soll die eine eben nur das, ja, und die zwei sollen halt alles machen. Wir haben keinen Zimmerservice, das passt. Ja, kochmäßig ist cool. Da bin ich hoch gespannt, ob der mit dem anderen zusammenkocht oder ob ich da was kaufen muss. Erhält 2 auf jedes Dessert. Stimmung sinkt jeden Tag 20% langsamer. Erhält 2 auf Boot. Kann 2 Suppen gleichzeitig zubereiten. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Fähigkeit für Hauptgerichte 3. Fähigkeit für Hauptgerichte. Oh, Fähigkeit für Desserts plus 7. Okay, ich glaube, wir haben uns für Rob entschieden. Der ist auch ein bisschen schneller. Gibt es unterschiedlich in der Bezahlung? Nein. Na, wenn, dann müsste man ja dann Leopold kaufen oder einkaufen, weil der kann ja, der hat eine Geschwindigkeit von 3,8 und ist überwiegend für Desserts zuständig. Fähigkeit für Hauptgerichte plus 3. Ich nehme den hier. Da nicht lang rum. Cool. So. Was haben wir denn hier noch Schönes? Oh, guck mal hier. Besitze vier Tische. Besitze 8 Bänke. Ändere den Namen, indem du das Schild... Ja, ich habe mich aber noch nicht entschieden. Ich möchte das gerne... Also das finde ich ja ganz toll. Dass man da ein bisschen was machen kann. The Birth of Venus. Oh, die Geburt der Venus. Ganz toll. Das gefällt mir super. Köche? Nanu, wieso geht's hier nicht weiter? Der Forschungsbaum ist neu. Was bedeutet das hier? Geh in den Küchenshop, kaufe eine Küchentheke, habe ich doch schon gemacht. Muss ich das noch machen? Das ist schon erledigt, ne? Forschung für die beginnen, okay, für die Musiker, da habe ich gar keinen Platz dafür. Okay, das schaut cool aus, wir lassen es jetzt einfach mal laufen. Das ist jetzt unten. So, jetzt gucken wir mal, was passiert.
und es passiert gar nichts. Was ist los? Ah, jetzt. Das ist hier oben auch ein bisschen anders gemacht worden. Ist der Fehler mit der Pflanze noch da? Hier unten. Nein. Na ja, jetzt gucken wir mal. Ladies and Gentlemen, mein erster Tag hier in der Vollversion. Und jetzt ist auch das da, was ich immer vermisst habe. Nämlich das hier. Dass man ein bisschen die Menschen hört. Wunderbar. Läuft. Wo ist denn jetzt tatsächlich? Schaut euch das an. Die kochen gleichzeitig. Das ist ja toll. Wein machen wir später. Jetzt schauen wir uns das Ganze erstmal an, was wir verdienen. Und jetzt haben wir ein wunderbares, gutes, flauschiges, wolliges Gefühl. Denn wir haben zwei Köche und wir haben endlich eine Bedienung mehr. Und damit können wir dann auch schon bis zu 350 Gäste bedienen. Und jetzt rollt auch das Geld. Allerdings muss man natürlich auch sagen, die Ausgaben sind auch... Das kann man gar nicht sehen. Was kosten die Köche? Das konnte man doch immer wunderbar sehen. Gehälter hier, 400. Okay. Ui, das ist auch neu, dass man einfach mit der Maus drüber kann. Wie kann ich den Käse einkaufen? Wie geht das? Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Aber lass uns jetzt mal laufen. Es ist spannend hier zu sehen, was neu ist. Oh, da ist einer verärgert. Warum? Wieso sind die so verärgert? Okay, das machen wir im zweiten Lauf. Also wir haben hier viele verärgerte Kunden. Weiß aber nicht warum. Wahrscheinlich, weil sie nicht bedient werden. Können wir das irgendwo sehen? Vielleicht haben wir zu viel auf der Menükarte offen. Wenn jemand weiß, warum die verärgert sind, bitte, bitte reinschreiben in die Kommentare. Ladies and Gentlemen, hier ist der Nils. Und wir spielen hier auf Johnny and Friends Gaming eine Runde oder auch mehrere Runden von dem Tavernen. Aha, Master. Kunde Nummer 5 auf Etage 1 hat zu lange gewartet. Erwin fing an, das Getränk auf den Boden zu schütten. Okay. Er schüttet zu viel. Wer ist denn Erwin? Was ist denn mit Erwin los? Geschwindigkeit. Getränke einschränken. Kann ich das erhöhen? Geschwindigkeit tragend. Geschwindigkeit. Kann ich das runtersetzen? Gar nicht. Gewinnt zweimal schneller Energie. Na, wir gucken mal. Der hat schon die Max-Stufe. Das müssen wir mal gucken, Ladies and Gentlemen. Das ist alles hochspannend. Warum waren die jetzt so verärgert? Vielleicht, weil wir zu wenig Leute haben und der ganze Laden einfach viel zu groß ist. Das wird sich aber bald ändern, denn ich werde so schnell wie möglich neue Mitarbeiter einstellen, dass wir weniger verärgerte Mitarbeiter haben, beziehungsweise nicht nur die Mitarbeiter, die sind gar nicht verärgert, sondern die Kunden. Und das ist alles spannend und deswegen werden wir uns in der nächsten Folge mal hier angucken. Vor allem, wie kann ich kaufen, wenn das jemand weiß hier, wie kann ich diese Zutaten hier einkaufen? Schreibt es in die Kommentare. Bis dann, euer Nils. Ciao. Das ist alles sehr spannend hier. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann, euer Nils.